Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Favoritenvideo und zwar ist es ein bisschen zu früh, aber ich glaube, die werden sich so in den nächsten zwei Wochen nicht ändern. Ich habe zum einen eine Maske und zwar ist es die von Scheben, die weiße Ton, Erde und Zink. Verfeinert das Hautbild und beugt Mitessern vor. Das ist ja diese Maske, die ich mal irgendwann mal gekauft habe, die Just for Fun einfach ausprobiert habe. Und ich finde die wirklich gut. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass sie was bringt. Dass es nicht nur so ein, so ein Werbegag ist, sondern dass sie wirklich das Hautbild ein bisschen verfeinert. Also ihr müsst natürlich das mehrfach verwenden. Also ihr könnt das nicht irgendwie nach einmal Anwendung schon sehen. Also ich würde es schon raten, so zweimal in der Woche. Wenn ihr normale Haut habt, wenn ihr so wie ich trockene Haut habt, dann einmal in der Woche. Ich mache es meistens Sonntag. Da lasse ich sie schön einwirken. Also nicht zu lange, also nicht... Sobald ich merke, das spannt zu sehr, dann trage ich die ab. Also ich wasche die einfach ab. Ich verwende die jetzt, glaube ich, seit 1,5 Monaten konstant. Und also ich habe wirklich das Gefühl, dass sie was bringt. Als nächstes habe ich zwei Schminkprodukte. Und da ist es zum einen, es ist so eine Kombo, also die gehen praktisch Hand in Hand. Zwar einmal der von Essence, dieser Sun Club Bronzer. Und der ist ja total schon abgenudelt bei mir. Also ich... spekuliere, dass der in den nächsten Monaten, wenn ich Glück habe, leer geht, damit ich mir endlich einen neuen kaufen kann. Ich weiß schon noch welchen, daher, aber ich will zuerst den aufbrauchen. Und zwar verwende ich den in Kombination mit dem Catrice Lidschatten in der Farbe 870 on the top of the Matte Everest. Und zwar hatte ich das eigentlich geplant als einfach so eine, wie sagen die YouTuber, so als Transition-Farbe, also auf dem... Augenlidern zu tragen, also praktisch als dieses in der Lidfalte Farbe, also das ist halt nur ein bisschen die Augen so ein bisschen Definition bekommen. Und habe ich auch verwendet, aber ich habe bemerkt, dass ich da mehr Produkt brauche. Also es geht halt nicht, dass ihr einfach da kurz mit dem Pinsel rüber schweift und ihr Produkt habt. Also ihr müsst da wirklich ordentlich reingehen, also ordentlich rund machen. Aber ich verwende ihn jetzt als Konturpuder. Und zwar verwende ich halt das in Kombination mit das. Also ich gehe zuerst mit dem Pinsel in den Bronzer rein, tappe das so ein bisschen ab, also das ist extra. Und dann halt in den Lidschatten. Und das ergibt dann, finde ich, wirklich schönes, nicht natürliches, aber natürlich als jetzt, wenn ihr mit irgendeinem so harschen Bronzer einfach diese Kontur macht. Ich habe sie zum Beispiel heute auch drauf, das ist hier ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe hier zwar alle Rollos oben, aber es ist doch ein bisschen dunkel, obwohl es sehr warm ist. Aber ich habe es hier drauf. Also ich trage das jetzt ungefähr seit einem Monat durch und ich finde es super. Also ich konturiere damit auch meine Nase, Stirn und der Lidschatten kostet irgendwie, weiß ich nicht, unter 3 Euro und das kostet auch nur 3 Euro. Und das habe ich schon fast über 2 Jahre. Also es ist leider noch immer nicht leer. Aber das Positive ist, es riecht doch immer nach Kokos wie am ersten Tag. Also das ist wirklich phänomenal. Ich habe mal was für die Füße und zwar von Balea, das Fußdeo mit Menthol und Pfefferminzöl. Das habe ich ja auch mal in einem Review-Video gezeigt, also dass ich es gut finde. Und ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Also das Zeug, das hilft wirklich gegen Fußgeruch, gegen auch, finde ich, gegen Schweiß geht's. Also es hemmt schon ein bisschen diese Schweißbildung. Aber nicht zu sehr. Aber es bedeckt auf jeden Fall den Geruch. Wenn ihr zum Beispiel 10, 11 Stunden in, in den Schuhen drin seid oder nach Hause kommt, es riecht nach nichts. Also es ist buchstäblich, es riecht wirklich nach nichts. Es hält, also das ist wirklich jetzt für den Sommer wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich ein Lippenprodukt. Und zwar habe ich da von Catrice diesen Pure Shine Lip Balm. Also wie man unschwer erkennen kann, ist halt die Bezeichnung total weg. Also die gibt es nicht mehr. Und zwar habe ich die Farbe 010, ich glaube es war Rosewood oder Rosewood, ich bin jetzt nicht sicher, was ich lesen kann. Aber auf jeden Fall die 010 kann ich lesen. Und das ist ja so ein Lip Balm Tint, also er spendet Feuchtigkeit und soll gleichzeitig so ein bisschen so eine Schiene auf die Lippen machen, dass sie nicht so ganz platt aussehen. Halt das typische, eure Lippen aber besser. Und ich trage es auch heute zum Beispiel, ich trage es seitdem ich es gekauft habe fast jeden Tag. Außer halt an Tagen, wo ich halt nichts trage oder einfach nur wirklich nur Lippenbalm habe. Das ist so, so, so gut. Also ich finde, das ist wirklich, das spendet so schön Feuchtigkeit. Es macht so eine schöne Farbe auf den Lippen. Und es hält auch relativ lange, finde ich, für das, dass es halt einfach nur so ein
Lip-Balm-Lip-Gloss-Geschichte ist und von Catrice ist, hält es wirklich sehr lange. Und ich werde mir auf jeden Fall die anderen Farben, die es noch gibt, anschauen. Ich weiß, da gibt es eine, die so, ein bisschen peachig ist, die würde mich jetzt interessieren. Und ja, also das ist für wirklich kleines Geld ein sehr, sehr schöner Effekt, finde ich. Als letztes dekorative Kosmetikprodukt habe ich zwei Nagellacke. Und zwar habe ich einmal von Catrice die Farbe 38 Vino Tinto und von Essence halt dieser Weißer in der Farbe 33 Wild White Waste. Und die habe ich sehr gern in Kombination getragen. Das heißt, also ich hatte zum Beispiel, ich habe das in einem letzten Video von mir gesehen, ich hatte zum Beispiel auf einen hatte ich jetzt zum Beispiel Weiß drauf und auf anderen hatte ich halt diese Farbe drauf. Und ich fand das wirklich so ein schöner, cooler Effekt, das halt auch wirklich zu jedem gepasst hat, weil das halt wirklich dunkel ist. Es ist eigentlich so ein dunkles Lila, ein dunkles Violett, beziehungsweise so ein Pflaumeton. Aber auf den Nägeln wirkt es halt teilweise wirklich schwarz. Und mit zwei Schichten seid ihr da mehr als gut bedient. Und das ist halt weiß und das ist halt sehr schön. Daher hat es halt wirklich zu jedem Outfit und auch, glaube ich, zu jedem Anlass sehr gut gepasst. Also ich mag sowieso dunkle Nagellacke auch im Sommer, das macht mir jetzt nichts aus. Heute habe ich mal was Helleres drauf, einfach weil ich Lust drauf hatte. Die zwei habe ich halt in Kombination mit dem XXL Volume Essence Gel Look Plumping Top Coat gekauft. Ich weiß nicht, ob es den gibt, das ist noch eine alte Verpackung. Aber falls ihr den irgendwie finden könnt, der macht so einen schönen Glanz auf den Nägel. Und die Nagellackfarbe, die hält auch viel, viel länger als jetzt ohne. Und das kostet auch so irgendwie unter 3 Euro. Und das ist auch so ein Produkt, das man ein bisschen unterschätzt. Um das Video abzuschließen, habe ich noch ein Fashion-Item, also ein Fashion-Produkt. Und zwar habe ich von H&M mir so eine Franzentasche gekauft. Ich weiß, die gibt es schon ungefähr seit letzten Jahr, sind irgendwie modern und sind so im Kommen. Aber ich fand die irgendwie total schön, obwohl ich eigentlich von Franzen nicht so viel halte. Aber jetzt zeige ich euch die Tasche. Und zwar sieht die so aus, es ist so meine derzeitige Sommertasche. Ich weiß, die ist schwarz, aber da sie schwarz ist, passt sie halt wirklich zu allem. Und ja, und die hat halt Fransen. Ich finde die so geil, weil kann man die hier zuschnüren und dann natürlich auch wieder weitermachen. Die sieht so aus, hat natürlich auch einen längeren Haken. Und ist total, also die passt wirklich zu allen. Ich trage sie jeden Tag. Ich zeige sie auch mal, wenn sie offen ist. Also, wenn sie aufgeknüpft ist. So. Also, wenn sie offen ist, einfach dran ziehen. So sieht sie im geöffneten Zustand aus. Ich mache die auch nicht immer zu. Ich lasse sie dann einfach nur so, also nicht so offen, weil meistens ich eh keine wichtigen Sachen drin habe, außer meine Geldtasche. Und die ist ganz unten. Ich habe eh immer so viel Kram drin, das sieht eh keiner. Und dann sieht sie so aus. Die habe ich nämlich auch im Sale gekauft. Die war irgendwie reduziert von 30 auf 15 Euro. Und dann habe ich gedacht, ja, kaufst du mal eine Fransentasche, du hast eh keine. So Leute, das war jetzt mein Favoritenvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie immer. Ich hoffe, die Sachen, die ich euch gesagt habe, waren so ein bisschen interessant, so wo ich dachte, oh, okay, das müsste ich probieren. Wie immer würde ich mich sehr über Daumen hoch freuen und wie immer sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!